Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir müssen hier in Akt 3, glaube ich, noch diese Höhle machen, damit wir zwei Skillpunkte bekommen. Ja, die Höhle ist eigentlich relativ einfach, wenn ihr da schon die zweite Klasse seid. Vorher lohnt sich die Höhle überhaupt nicht zu machen, weil ihr genügend Punkte habt bei Primalist oder bei der ersten Klasse. Und ihr eben sonst einfach wieder respecken müsst, wenn sie investiert, lernt sich's, also ja, es lohnt sich einfach, das dann viel später zu machen. So, die Drachen, ja, das Primeval da, Primeval Zeit zu, also ja. Zeit 8, Selina sagt. Ist natürlich auch erst dann relativ gut. Außer ihr wollt unbedingt mehr Schaden machen. So. Der Schaden ist wirklich gigantisch. Ja, okay, die Monster sind auch sehr low-levelig. Ich weiß nicht, die sind Level 20 wahrscheinlich ungefähr. Wir sind da, okay. 27. Ja, könnte so 18 oder 16 sein. Okay, Toxic Pike. Cooler Name. Ja, Toxic Bike, machen die Giftschaden. Physical Damage, Poison Damage, ja. Leider gibt es so eine zwei, also ein Polearm Bild nicht. Viper Strike oder wie der heißt. Ah, wie heißt der schon? Irgendwas mit P. Pestilence Strike. Der hat einfach ein Unique. Weilhorn oder so etwas. Serpent Strike, okay. Ja. Und deshalb ist so etwas nicht. Und Serpent Strike. Ja, so ein Skill, es lohnt sich einfach nicht zu machen. Der Hauptgrund ist einfach, dass man halt nicht so auf Minions killen kann. Die Minions von diesem Unique Stab sind leider zu schwach. Und nein, nicht vom Stab, sondern vom Gürtel, von diesem Gift- und Blutgürtel. Und der Tech Speed, der ist auch ein Unique. So. Joa. Also direkt weiter, sonst brauchen wir einfach zu lange für die Quest. Die ist wirklich eine Ziehquest, also da braucht ihr ein bisschen länger. Aber es lohnt sich dann schon, also eben so weit wie ich gegangen und dann zurück in die Quests machen. Also wenn ihr so weit seid, mit dem College fertig seid, dann am besten die Quest machen mit dem Drachen und die natürlich die College Quest auch fertig. So, und ja, sonst könnt ihr eigentlich alle Quests sofort machen, ab dann. Aber so Sachen aufzuheben, macht einfach viel mehr Sinn. Boah, die Totems alleine killen die Gegner schon flott. Ja, und den Storm-Totem, der macht so wenig Schaden nur beim Bossen. Einsetzen, solange ihr ihn habt. Den müsst ihr natürlich, ja, schon relativ schnell resetten. Aber die könnten drin lassen und einfach sammeln und dann dort, wenn ihr mal nicht wieder zusammen sein könnt, weil ihr Cooldown habt, dann einfach Stormtoten noch einsetzen. Genau. Aber ich denke, man macht zu wenig Schaden. Vielleicht hält er auch zu wenig aus später. Am besten ist es, ja, die Heilspells noch mitzunehmen.
falls ihr mal Low-Level seid, weil ihr Menschenform seid. Ja. So, dieser Abschnitt, der ist relativ kurz und macht viel mehr Spaß. Aber die Gegner sind ein bisschen härter. Ja, deshalb macht es auch meistens mehr Spaß. Aber ja, die Giftspinnen sind natürlich schon sehr nervig. Also die, die immer zu spät auftauchen und dann mitkommen. Genau die, die ich jetzt besiegt habe. Die Spinnen sind dann diese Gnadien. Ganz grünen Spinnen. Ja, okay, grün-schwarzen Spinnen. Da kommen sie wieder. Ja, ich weiß, so langsam, wann sie gepockt werden, aber immer viel zu spät. Entwickle so, nein, wir dürfen nicht durchrushen, sonst habt ihr im Hintergrund dann plötzlich nachrückende Gegner. Echt nervig. Ja, ich mag's nicht, wenn ich so schlechten Spike-Damage habe. Wenn große Gegner länger brauchen, dann mag ich's nicht. Also dicke Gegner. Die auch zu defensiv sind, wenn man so ewig braucht, mag ich's nicht. Aber das wird ja aufgehoben durch die Suns. Weil da könnt ihr automatisch dann mehr sammeln und ihr habt dann eigentlich auch nicht so lange. Deshalb liebe ich Sammlerbilds so sehr. Ja, da kommen noch ein paar Skorpione. Gut. So, das ist mir sehr gut durchgekommen. Da hatte ich beim anderen Bild, dem vorherigen Bild mit dem Wisps ringsum, sehr viel mehr Probleme gehabt in dieser Höhle. Ich glaube, die habe ich gar nicht gezeigt. Torntotem ist besser. Natürlich. Und dieses Schwert ist schlechter. Das kann ich verkaufen. The Freud Forge, oder? Nein, Dreamton, okay. Aber irgendwie Freud Forge ist auch irgendwie etwas. Der Helm oder so. Ja, so langsam spiele ich wieder öfters, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Wissen. So langsam. Jo, ich muss halt einfach ein bisschen vorproduzieren, sonst kann ich da niemals noch hochladen gleichzeitig oder so. Ich habe sehr wenig Zeit zum Hochladen leider. Also eventuell mache ich dann öfters Livestreaming, wenn es mir wieder besser geht. Aber jetzt momentan ist einfach das Wetter nicht gut für Asthmatiker. Die Luft ist einfach zu wenig sauerstoffhaltig, also sehr trocken vor allem. Ja, und jetzt heute liegt der erste Schnee. Also über 400 Meter, wir sind gar nicht über 400 Meter, wir sind 364, glaube ich. Da liegt ein viel Schnee. Und ja, bei uns hat es tiefer geschneit. Ja, jetzt müssen wir eigentlich die Krähen wegmachen. Sorry, ihr wart gute Begleiter. Aber ihr seid zu oft gestorben. So, also lohnt sich das? Fine Damage wäre eigentlich nicht schlecht. Ja, wir müssen Cooldown runtersetzen. So. Totem, da muss ich kurz schauen, wie man skillt. Skills. Torntotem. 3 und 4. Okay. Der andere Skill-Punkt nicht nehmen. Unwaldcore. Also, was ist besser? Damage oder Projektile? Ja, eigentlich ist Damage besser. Mehr Projektile, die gehen ja meistens auch daneben, deshalb mehr Damage. So. Und eigentlich brauchen wir das Mana zuerst. Also machen wir noch einen hier rein. Ja. So, Anforderungen 12. Ja,
Dann müssen wir diesen Helm auch noch aufsparen. So, bald können wir das nehmen, aber wir sind Level 27, das dauert noch einige Zeit. Melee Physical Damage ist vielleicht besser. So. Und, wir haben einfach nicht viele Items, die wir ausrüsten können. Ja, als nächstes ist eigentlich das. Ah, die Boots. Level 30. Ich glaube, wir leveln schon relativ gut. Ja, wir sind noch 27. So, also bald haben wir die Sprigenform. Sehr gut. Wunderbar, also es geht jetzt wirklich vorwärts. Das müssen wir noch umtauschen. So, tschüss. Jetzt. So, dann beschwer mal bitte Weins. Oh. Sehr gut, also. Ach, der Mensch, die Weins. Ja. Ich weiß nicht, wann ich die Weins auf Defensive mal, also auf Leben skillen soll. Aber ich glaube gar nicht so viel. Schade, es gibt einfach immer falsch zusammengebaute. Ich weiß nicht, Tempest Strike werde ich vielleicht auch mal bald spielen. Also wenn ich jetzt wirklich genügend Motivation habe, viele Parts hochzuladen, also zwei Parts pro Tag, dann ja, können wir solche Builds sicher mal bald spielen. Aber dann werde ich eben zwischendurch natürlich selber auch noch spielen. Neben dem Hochladen. Ja. Also wir müssen eigentlich nur diesen Bild natürlich auf der Kampagne wieder komplett sehen. Und ab dann zeige ich immer wieder Ausschnitte aus der Kampagne, bis wir dann bei den Dingen sind, bei den Maps. Wie soll man Raid? Oder Rift sehe. Ja. Yes. God's be with you. Dort ist ja sowieso alles auch ein bisschen ja, logisch, dass man einfach so weit wie möglich weggeht, damit man so viel Encryption wie möglich hat. Und das ist später nicht mehr so nötig, weil ihr die Items ja schon habt. Und deshalb kann man dann eigentlich sehr schnell vorwärts kommen. Also sehr schnell ins Hochlevel. Ein Level kommen. Das ist einfach wegen der Zeit, die ich nicht habe und zum momentan noch ein bisschen lang. Also das wird langsam sein. Deshalb mache ich die Livestreams, damit ihr natürlich auch den Grind auch ein bisschen sehen könnt, der vonnöten ist. Aber es macht sehr viel Spaß zuzuschauen. Es ist nicht so ein Grind, der nicht Spaß macht oder so. Sondern es ist einfach nice, wie man halt einfach auch wirklich gute Items bekommen kann und so. Den Bild auch sehr verändert. Die Skillung durch die Items. Ja. Und natürlich die Arena ist natürlich der Burner. So viele Monster im Müde kommen. Das ist natürlich einfach richtig geil. Ja, wir haben ja die Beins, die uns ein bisschen protecten. Und so ist es sehr defensiv, Items ausrichten. Ja. Wird sicher sehr gut gehen mit dem Bild. Also wenn nicht, ich weiß es nicht. Dann bin ich irgendwie ein bisschen wütend. Es ist ein S-Tier. Also der Boardman 21 oder so, der macht schon extrem gute getestete Builds, wo er einen Ranking macht. Also englische Noten. F ist das schlechteste, S ist das beste. Also F rückwärts bis A und dann S ist das beste. S ist, glaube ich, special oder so. Und, oder super. Und das ist ein S-Tier, also der ist High-End-Super zum Spiel.
Spiel dann Endgame. Kommt sehr hohe Arena-Level und Corrupted über. Ja. Also ich glaube so 200-300 wären easy möglich. So ohne komplett gute Times. So, jetzt habt ihr, hat der mega coole. Eine explodierende Leiche. Ja, das mochte ich auch in Diablo 2, immer so diese Leichen, die explodierten und so. Das macht zwar manchmal schon echt viel Schaden, aber also für eine Hölle. Das ist einfach cool. Es macht Spaß, die explodieren zu lassen. Ich weiß noch, Snaymod und Diablo 2, oh Gott, die Leichen machten ultra viel Damage. Man ist selber schuld, aber. Der Tod ist ja schlecht platziert dort oben. Ich muss ein bisschen ausweichen. Boah, der Damage. Einfach geil. So, jetzt kommen die Assassinen, aber hier kann ich noch gehen. Die Assassinen müssen noch kurz weg. Das ist sehr gut vom Entwickler gemacht. Man will es killen, wenn man ein bisschen Gegner erledigt hat. Und das bekommt man als Dank das Überraschungstötungskommando. S.A. In Deutschland ist es, glaube ich, S.E.K. Und hier in der Schweiz ist es, glaube ich, Enzian heißen sie. Das ist gar nicht einfach das Polizeioper-Spezialkommando. Einsatzkommando. Spezialeinsatzkommando heißt SEK. Irgendwie so. Ich kenn's nicht. Ich bin Schweiz. Ja, ich bin oft in Deutschland gewesen, weil dort ein paar Onkels wohnen. Steve und oh, ich weiß die anderen gar nicht mehr. der Wolfgang, genau. Und der andere weiß ich, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Ja, ist jetzt schon länger her, weil einfach durch die Großmutter nicht mehr die Verbindung ist, weil die schon 10, 11 Jahre tot ist. Oh mein Gott. Ist 2014 gestorben, also 7 Jahre tot ist. Okay, aber ich bin schon 11 Jahre nicht mehr dort gewesen. Oder länger schon nicht mehr. Leider, es brechen einfach die Verbindungen weg, weil irgendwie jemand Älteres dann nicht mehr dabei ist. Ja, sehr schlimm, weil eigentlich bin ich immer der Kontakte pflegt, aber immer die anderen wollen halt dann immer nicht Kontakt mehr aufnehmen. Ja. Weil ich bin zu 25%, also meine Großmutter mütterlicherseits ist Deutsche. Die war im Zweiten Weltkrieg, war sie Heilerin, also eigentlich Krankenschwester oder so, vom Militär. Und hat die verletzten Deutsche, aber auch sehr viele Franzosen geheilt, also auf beiden Seiten sehr viel gepflegt und ja, Wunden eigentlich heilen lassen. Ja, ich finde, die Vines sterben jetzt noch nicht so schnell. Können ja sie mal schauen. Ist doch irgendwie eine Möglichkeit, die Health der Minions anzuzeigen. Settings. Enemies. Minions. Ja, dann machen wir das auch. Das ist natürlich schon lohnenswert, weil ich nicht unten immer so gut sehen kann, die Health Bar. Und dann kann ich immer schnell reagieren, wenn ich beschädigt, also Schaden kriege. Aber hier stimmt's nicht. Ich habe ja Minions, helfbar. Ah, nur wenn sie beschädigt werden, okay. Also die halten sehr viel aus. Ja. Die werden bombardiert und trotzdem halten wir komplett aus. Sehr gut, haben wir noch Zeit? Ja, ist schon. Dann machen wir doch dieses Gebiet noch kurz.
Seht ihr, wie der Schaden schon wieder gestiegen ist? Das ist unglaublich, wie flüssig so ein Beach sich spielen lässt. Man denkt immer so, nee, Magier, also Sorcerer-Beats und eigentlich Necromancer-Beats und so. Das sind so ultra stark, aber Primalist, Schamane ist auch stark mit Minions. Also nicht die, also Beastmaster ist ja eigentlich der Minion-Beat. Macher. Beastmaster ist zum Beispiel mit Raptor später, da braucht ihr aber sehr viele Level, bevor ihr dann auf Raptor rumwechselt. Also Wolf-Elf auch machen eigentlich sehr viel Schaden. Werden einfach zu sehr unterschätzt von den Spielen. Weil sie halt eher auch bis Single-Target sind. Aber so ein Raptor auf Crit, der macht eigentlich jeden Boss in Sekunden glatt. Fast One-Hits. Würde ich gerne mal wirklich spielen. Crit Raptor Bild. Habe ich mal probiert, aber damals war das Spiel aber noch viel schwieriger am Anfang. Ging leider, ja. Defensiv eigentlich gar nicht gut. Siege Antler. Belagerungsgeweihe. Das Angriff. Deutsch heißt, glaube ich, auf Tschechisch die, die nicht reden können. Und wir Schweizer haben ja sowieso so eine einfache Sprache. Also Schweizerdeutsch ist ungefähr fünfmal so einfach als Deutsch, dass es einfach, ja, für die meisten Leute verwirrend ist, Deutsch zu lernen. Ja. Ich bin ja jetzt momentan recht viel am Französisch lernen und Spanisch. Dann kommt natürlich noch Italienisch dran. Und Russisch möchte ich eigentlich auch schon lange lernen, aber das ist schwer zu lernen. Japanisch bin ich auch schon lange dran, da kenne ich auch sehr viele Wörter. Dynamito. Das TNT. Also Dynamit. Dynamito. Sayonara. Und Konnichiwa heißt guten Tag. Und Doma heißt danke. Arigato. Heißt, glaube ich, bitte. Genau, weiß ich nicht, ob es jetzt verkehrt herum war oder nicht. Impossible. So, was ist denn das? Ein Schild. Minion Health, okay. Ich habe nur Minion Health gelesen. So, jetzt nur noch der Boss. Der Boss ist ohne richtige Taktik natürlich schon sehr stark. Also unbedingt den AOE ausweichen. Jetzt ausweichen. Das sieht man kaum im Untergrund. Manchmal auch bedeckt von den Holzblättern. Okay, kommt immer noch nicht viel Schaden. Funken. Sehr stabil. Ja,
auf der. Ja, es ist weit. Langsam ist weit eigentlich wieder. Ich würde sehr gerne mal die Entwickler ein bisschen persönlich helfen bei der Entwicklung. Der Boss, der stinkt ein bisschen, der macht nicht Spaß. Zu viel Verlangsamung und AOE-Angriffe. Sachen, die man nicht ausweichen kann, da muss man einfach defensiv schon sein. Ja gut, haben wir jetzt überall Passive gemacht, defensiv. Also, offensiv sind wir genug stark schon. So, da müssen wir gar nicht zurück. Jo. Dann gehen wir gleich weiter im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt habe ich wieder einen Höchstwert an Abonnenten erreicht. Dankeschön dafür. Ist natürlich alles freiwillig. Ich sehe auch immer wieder Leute, die deabonnieren. Also ich weiß nicht, wer es ist, aber manche tun eigentlich auch öfters wieder deabonnieren. Ja, ist mir nicht schlimm. Ich bin jetzt nicht unbedingt sehr erfolgsorientiert. Das ist mein Hobby. Mir ist egal, ob viele deabonnieren oder disliken oder sonst irgendwas. Sieht man ja sowieso nicht mehr. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute disliken jetzt mehr. Also so ein paar Regnum-Videos werden einmal disliked bei mir, weil sie wahrscheinlich Syrten sind, also von einem anderen Königreich und im Krieg sind mit uns. Bei solchen Spielen einfach die Dislikes ignorieren, wie ich es eigentlich auch mache. Ja. So, bei Last Epoch wird viel geliked. Dankeschön. Ja, eben alles freiwillig. Danke sehr. Und bis zum nächsten Part. Tschüss.